So, jetzt wird es dunkel so langsam und wir haben 10 vor 11. Und der. Gleich ist 23 Uhr. Ich wollte gerade sagen, der Vollmond erscheint, aber es ist nur ein halber Mond. So, jetzt überall die Felsen schön im Auge behalten. Ich schwenk schon immer hier hin und her. Das musst du gar nicht. Du musst links neben dem Baum der ganz große Felsen, da müsstest du gleich drauf erscheinen. Links neben dem Baum. Oh. Das ist ein Pappaufsteller. Guck mal da. Das sieht aus wie ein Pappaufsteller. Das Lustige ist natürlich, Jetzt. da wirbelt Ach, wir sowas haben da immer drin rum. nach der Schrift Ausschau gehalten, aber die hat man bis gerade gar nicht gesehen. Jack! Jack, wo bist du, Jack? Komm und hilf mir, Und ich habe dir Jack! gesagt, er wird da sein. Jack ist da. Hier ist Johnny! Er wird sie jetzt töten, oder was? Das sieht doch Oh echt mein aus. Gott, es ist wirklich ein Geist! Jetzt mal ernsthaft, aber das Ding ist so platt, das sieht wirklich aus wie ein Pappaufsteller, der da ein bisschen Ja, ich rumfliegt. weiß. Ich glaube, irgendjemand will uns hier, glaube ich, verarschen. Der wirbelt Nein, das wahrscheinlich. ist voll echt. Ach, du weißt doch, das ist wie bei hier Scooby-Dooby-Doo. Das ist irgendeiner hinterm Felsen und macht eine Projektion und deswegen wirbelt da auch was rum. Da müssen die ja irgendwo ihre Projektion draufwirbeln lassen. Jack! Steht da wirklich Jack? Da fehlt irgendwie was, ne? Da steht nur Jack mit C. Wo ist das K? Achso, das sieht man nicht. Vielleicht ist das ein Franzose. Der Oh, heißt gar nicht Francis Jack, Jack. sondern der heißt Nee, da ist aber noch ein Buchstabe, man sieht ihn schlecht. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt ist er weg. Jetzt hast du ihn verscheucht. Nee, da ist er Echt? noch. Nee, ist Ist auch doch noch da. da. Ich bin zu weit weg, ich sehe die Ja, gerade gar nicht. zu weit darf ich nicht dran gehen, sonst verscheuche ich sie. Also den ganzen Namen kann man nicht lesen. Jetzt ist Hä? er Ist sie weg. weg? Ich fass du da dran. Echt? Komm noch mal ein Stückchen zurück. Also, sie kommt wieder zurück. Vielleicht. Der kommt auch noch mal zurück. Ich glaube, wir sind beide vielleicht zu nah dran. Jack. Ah, wir haben aber auch gerade quasi 3 Minuten nach 0 Uhr. Also wenn die wirklich immer nur eine Stunde da ist. Die Geisterstunde ist vorbei. Ich muss mir diesen Felsen noch mal genauer anschauen. Also Ich kann nicht glauben, was ich da gesehen das habe. Blut ist weg. Jack hat sie Genau hier hat getötet. sie gestanden. Der böse Jack. Jack. Wer ist Jack? War Jack ihr Mörder, ihr Liebhaber oder sogar Ja. beides? Denn es Ist sie gibt wirklich ein jemanden, Geist oder der ist nennt Jack ein sich Jack Geist? Torrance. Und dieser jemand ist in einem Hotel wahnsinnig geworden und hat versucht, seine Familie zu töten. Tatsächlich ist aber er erfroren und die Familie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Eine davon wird sogar Dr. Sleep und ich spring mal hier runter. Oh mein Gott, ich sehe tote Menschen. Zum Beispiel einen Moscher. Ja, mit dieser Geisterstunde und einer App, die sie quasi hervorgerufen hat im Namen Tuttelauf. Nachdem sich der Moscher jetzt auch in den Tod gestürzt hat von diesem Unglücksfelsen, werden wir in der nächsten Folge sehen, wie der Moscher hier rumspukt. Ja, denn wie du weißt, bin ich ja Jack. Wusstest du das noch nicht? Komm her, ich bringe alle um. Ich komme nicht mit dem Felsen hier rauf. Jack. Ja, wisst ihr, Jack. welcher Jack da gemeint ist? Liebe Freunde? Wenn ja, schreibt es uns doch mal. Was für eine Anspielung das sein könnte, ob das aus dem Film kommt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass irgendwas filmisches sein soll. Oder buchisches vielleicht auch, wer weiß das schon. Und ich rutsche hier runter und knalle auf mein Gesicht. Mein wunderschönes Gesicht. Ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht eine Idee habt, was hier passiert sein könnte.
mit diesem Geist einer Frau und dem blutigen Namen Jack auf dem Fels. Jack! Jack! Oh, Geister Jack! Jack? Wer war das? Was war das? Hallo? Hallo? Wer spricht da? Charlie, das warst aber nicht du. Nein. Oh mein Gott. Was war das denn? Was hast du denn gehört? Ist sie jetzt etwa hier im Gespräch? Hört sie zu! Kleine Emma, was hat Jack dir angetan? Pass auf, sie spricht zu mir. Oh mein Gott. Jack. Jack Hallo, lebt noch. Kann mich jemand hören? Jack lebt noch und versucht, jemanden umzubringen und eine andere Stimme. Quatsch dazwischen. Jack? Ich habe rausgefunden. Ich bin so einsam. Komm zu mir. Ich komme, meine liebe Emma. Was? Ich komme und ich meine natürlich, du bist gar nicht Jack. Ja. Nein, denn ich bin nicht die Flagge vom United Kingdom. Ich bin nicht Union Jack. Ich bin Killer Jack. Und ich habe uns hier an dieser Stelle ein Versprechen gegeben. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das Versprechen lautet: Stirb! Ich werde wiederkommen und dich holen. Das wirst du nicht. Ich werde dich jagen. Ich werde dich in deine Träumen verfolgen. Und euch da draußen auch, liebe Freunde, werdet nie wieder ruhig schlafen können, denn Jack und Emma sind unterwegs, um euch zu töten. Oh, ich glaube, er will mich wirklich jagen. Ich bin mal weg. Jack läuft und tschö. Das war der Fluch der Emma. Das passiert ihr, wenn ihr Emma tötet. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Jack! Nein, lass mich in Ruhe! Ich will weg! Ich bin nicht Jack, ich bin Boscha! Ui. Jack? Ui. Jack? Wer ist Jack? Hast du mich betrogen? Ich mach lieber nochmal ein Leuchtfeuer zum Abschied. Huh, was macht der denn da wie im Faxen? Nein! So, Party am Strand! Party am Strand! Wer ist dabei? Wer ist dabei? Wer ist dabei? Wer nicht mal schaden? Jack! Hat. Ich kenne keinen Jack! So. Jack! Jack muss leider gehen und sich selber umbringen. Liebe Freunde, das war's. Liebe Freunde, es hat keinen Sinn mehr. Wir werden es auf dieser Stelle beenden. Oh, und er brennt. Jack brennt. Das hat nicht gereicht. In Fontane Selbstentzündung bringt Jack sich um. Zum Abschluss der Folge. So. Ich kann nicht mehr. Warum? Ich habe jetzt wirklich versucht, ernst zu bleiben und durchzuquatschen, aber ich falle ununterbrochen seit 2 Minuten diesen Berg runter und rutsche immer wieder auf dem Gesicht nach unten. Und ich bin gerade verbrannt. Wo bist du denn? Ich hab's gesehen. Ich hab doch nur runtergespäht. Jetzt muss ich wohl nochmal mit Emma telefonieren, damit die dich wirklich holt beim nächsten Mal. Du musst mich erstmal finden, die Emma. Ich sag dir, wo du wohnst. Ach, das weiß ich nicht. Sie findet mich nicht. Aber ich weiß es. Ich habe mich verbrannt. Da Jack ist jetzt tot. Der ist gerade verbrannt. So, so. So, so. Wollten wir nicht beenden? Wir wollten die Folge, glaube ich, beenden. Aber wir wurden unterbrochen. Von Emma und Jack. Du hast mich hinterrücks hier von dem Felsen gestoßen. Sie hat jemand runtergestoßen? Jack?
Jack ist tot, er ist verbrannt, habe ich doch gerade gesagt. Der kommt nie wieder. Der ist, der hat sich selbst entzündet mit Benzinkanister. Das sah übrigens sehr interessant aus. Mach ich vielleicht nochmal. Menschliche Fackel, ich glaube, das ist mein neues Hobby. Ach, guck mal, ich kann hier laufen, ist ja lustig. Jack? Bist du am Schießen auf mich? Ich habe Angst. Ich kenne keine Emma. Lass mich in Ruhe, Emma. Wo ist sie? Wie hieß nochmal die aus 4? Schieß auf mich. Was schießt du da? Ich vertreibe böse Geister. Ist dir das nicht klar? Aber ich bin kein Geist. Na, da so sicher bin ich mir dann nicht. Ja, du, wenn du auf mich schießt, dann muss ich mich ja wehren. Das ist doch klar. Nachdem du mich einmal von dem Berg gestoßen hast und dann nochmal drauf geschossen hast. Ich hab dich gestoßen. Und du dich auch von Emma nicht abschrecken lässt. Ja, ich hab ja auch gerade Jack getötet. Sollen wir nicht wirklich die Folge beenden, statt du auf mich schießt? Ich hab dich übrigens gesehen. Das hatten wir eigentlich vor, ja? Ja, aber du hörst ja nicht auf, du schießt schon wieder auf mich. Ich sehe dich ja nicht, das ist das Problem, sonst hätte ich dich schon längst geschossen. Erschossen. Na, macht's Spaß? Nur wenn du aufhörst, dann macht's keinen Spaß mehr. Also ich bin bereit aufzugeben, aber nur wenn man nicht auf mich schießt. Warum? Man schießt doch gar nicht auf dich. Nein, ich hab nicht. Ich sehe nur den Schuss. Und das anvisiert. Ich sehe dich nur immer springen. Springen, Herr. Ja, klar, jetzt bin ich auch unten am Strand. Springen, Herr, ist jetzt springen. Du ziehst aber auf mich. Ich sehe dich aber nicht. Merkst du das eigentlich gar nicht? Da du die ganze Zeit auf mich zielst, glaube ich dir das ewig nicht. Ich habe noch nicht einmal geschossen. Doch, du hast eben auf mich geschossen. Ich habe den noch gesehen, den Schuss. Ach, guck mal, hier schreit wieder die Frau. Nee, ein Kojote schreit hier. Ach, bist du bei diesem Häuschen oder was? Wo wir auch mal eine Folge gedreht haben, oder was? Achso, dann bin ich auch noch hier. Nee, aber ich glaube, ich schreit ein Kojote oder sowas. Bist du auf der Insel? Hinter dem, auf dieser Halbinsel, hinter dem Leuchtturm? Ja, ich bin ganz weit weg. Seh dich da natürlich noch. Na, ob er mich jemals findet. Wahrscheinlich eher nicht. Ich werde Emma zu Hilfe holen. Meinst du? Willst du mich also doch erschießen? Emma wird dich beim nächsten Mal vom Felsen stoßen. Das, wenn du das nicht war damit doch rechnest. Nicht ich, das war Jack. Jetzt hör doch mal. Du bist Jack. Ich glaube, das ist des Rätsels Lösung. Da, das würde einiges nicht, erklären. Das ist nicht wahr. Ich bin Moscha und ich bin ganz lieb. Ich hätte dich schon jetzt so ein Zausendmal töten können und tu es nicht. Jack hätte dich getötet. Ich nicht. Ich beobachte dich nur. Und frage mich, wann du mich siehst. Ich könnte mal sagen, weiter links. Oder beziehungsweise... Nee, das kann nicht sein. Ich sehe ja von dir aus gesehen rechts. Noch weiter rechts. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Noch weiter, noch ein gutes Stück noch rechts. Ah. So langsam, aber sicher näherst du dich mir. Ich gebe keine Tipps. Ihr bitte auch nicht da draußen.
Soll ich mal schießen, damit du das Mündungsfeuer siehst? Ja, gib mal irgendwie, schieß mal eine Leuchtrakete ab. Hast du schon was getan? Ja. Ich sehe hier gar nicht. Ich glaube, ich stehe einfach zu weit weg. Das kann nicht sein, weil ich sehe dich hier auch. Ja, aber das, wie auch immer, er kann es nicht darstellen. Ich, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Du guckst ja auch immer noch zu weit nach, von dir aus gesehen, nach links. Du musst immer noch weiter nach rechts gucken. Du siehst mich doch auf der Karte. Wie schwer kannst du das denn anzuvisieren? Ja, hast du mich? Ich glaube, es hat er mich. Ich habe meinem Mechaniker $50 gezahlt. Toll. Yay, Dafür, dass der nicht mehr für mich arbeitet und das Auto immer so von selber spawnt. Ja, ist schon eine Dreistigkeit, ne? Ja, ich weiß nicht. Die haben den Mechaniker rausgenommen. Ich fand den immer lustig. Und du hast ihn immer mit Freude abgeschossen. Er hat immer komische Dienste geleistet. Er hat immer Kratzer reingefahren. Ja, genau. Tja, ist bei mir alles eine graue Suppe da hinten, die Steinmauer. Sehe ich gar nichts. Steinmauer? Hm? Welche Steinmauer? Vom Leuchtturm? Ach so, ja, da musst du mich ja fast schon finden können. Vom Leuchtturm. Ich kann ja mal weiter nach vorne. Na, wir beenden das jetzt hier. Wir beenden das jetzt hier. Ich hätte dir Emma auf den Hals und das soll's gewesen sein. Du hättest mir Emma auf den Hals. Na klar, habe ich doch versprochen. Ich hätte dir Jack auf den Hals. Macht Spaß? Du wolltest Emma auf mich hetzen. Ich habe Angst vor Emma. Und das ändert gar nichts. Jetzt ja, wirst du, dass du sie trotzdem auf mich schicken wirst. Das ändert gar nichts. Ah, da ich glaube schon. Ich fliehe nämlich jetzt dahin, wo mich Emma niemals kriegen kann. Niemals. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Flucht.